Sie sollten den russischen Präsidenten Putin zum Umdenken bringen, zur Korrektur seiner Ukraine-Politik nach der Annexion der Krim. Aber die Wirtschaftssanktionen verfehlten dieses Ziel. Putin blieb hart und die Sanktionen trafen nicht nur Russland, sondern auch die, die sie verhängten. Also die EU-Staaten, besonders die, die stets gute Beziehungen zu Russland pflegten, wie Österreich. Diese Beziehungen sollen jetzt wieder in Fahrt kommen, hat Bundeskanzler Kern heute nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg gesagt. Und von dort berichtet Christian Lehninger. Das St. Petersburger Wirtschaftsforum ist ein Ort, wo man sich trifft. Russische Unternehmen suchen nach Abnehmern oder Kooperationspartnern aus dem Ausland. Westliche Firmen wittern Chancen in Russland. Und auch konkrete Verträge werden unterzeichnet, wie zwischen dem Wurstmaschinenhersteller Bertsch und einer Fabrik in Nowgorod. Wie viele österreichische Exporteure hat Bertsch eine Durststrecke hinter sich. Schließlich ist die russische Wirtschaft 2 Jahre lang in einer schweren Krise gesteckt. Österreichs Ausfuhr nach Russland sind fast auf die Hälfte geschrumpft. Doch bei Bertsch hat man die Hoffnung auf den russischen Markt nicht aufgegeben. Russland hat 140 Millionen Einwohner und die essen täglich. Die schlimmsten Zeiten sind für Russland inzwischen durchgestanden. Für heuer wird ein, wenn auch noch bescheidenes, Wachstum erwartet. Firmen, die die schwierigen beiden Jahre 2015 und 2016 durchgehalten haben, sind jetzt gut positioniert für den Wiederaufschwung, den Russland für die nächsten Jahre erwartet. Und um, wie er sagt, die österreichischen Interessen auf einem wichtigen Exportmarkt zu vertreten, ist Bundeskanzler Christian Kern als einziger Regierungschef eines EU-Lands zum Wirtschaftsforum gekommen. Mit dem russischen Präsidenten stellt er sich einer fast dreistündigen Podiumsdiskussion. Kritik an Russland übt er dabei nicht. Kern, so der Eindruck, stört eher die Politik der EU, konkret die gegen Russland verhängten Sanktionen. Wir sind einer der Hauptbetroffenen. Wir haben das versucht zu errechnen. Uns kostet das ungefähr 0,3% von unserem Bruttoinlandsprodukt. Das ist viel und wir sind der Auffassung, dass man natürlich so rasch als möglich eine Lösung finden muss für dieses Problem. Alles eitel Wonne also mit einem Land, das, so die Position der EU, das Völkerrecht gebrochen und einen bewaffneten Konflikt geschürt hat? Kritik gäbe es wohl, meint Kern, aber... In guter Tradition halt meine ich aber, dass man das unter 4 Augen tut. Ein Hotelprojekt des österreichischen Immobilienentwicklers Warimpex in St. Petersburg. Auch Warimpex hofft nach 2 schweren Jahren auf einen Aufschwung in Russland. Hilft es bei der Geschäftsanbahnung, wenn Spitzenpolitiker gute Stimmung machen? Wir haben unsere Geschäfte eigentlich ohne politische Unterstützung von keiner Seite entwickelt. Aber ich glaube, für den bilateralen Austausch und auch für die Kooperation zwischen Ländern ist es doch wirklich sehr wichtig, dass Politiker miteinander sprechen. Doch dass sich Wirtschaftstreibende eher für Gemeinsamkeiten im Geschäftsleben interessieren als für Trennendes in der Politik, das versteht sich ja von selbst.